Zum bundesweiten IGBCE-Aktionstag Transformation am 29. Oktober 2021 rief die Industriegewerkschaft auch zu einer Demonstration am Standort Vestas in Lochem auf. Es bleibt dabei, was in der Woche vor der Bundestagswahl hier passiert ist, ist ein Skandal für die Transformation, es ist ein Skandal für die Lausitz. Unter dem Motto Wandel fair gestalten, mit Mut machen, will die Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie ein deutliches Signal aus der Lausitz nach Berlin senden. Ausbau erneuerbarer Energie und Windkraft stehen im Sondierungspapier. Es sei nicht schlau, wenn Windenergie ausgebaut werden soll, gleichzeitig ein Werk wie Vestas mit 460 Beschäftigten zum Jahresende zu schließen, so die Gewerkschaftsvertreter. Die Lausitz brauche auch in Zukunft gut bezahlte Industriearbeitsplätze. Für die 460 Vestas-Mitarbeiter geht es um eine zukunftssichere Perspektive. Lauchhammers Bürgermeister Mirko Buhr bekundete seine uneingeschränkte Solidarität mit den Beschäftigten. Es gibt potenzielle Investoren für diesen Standort, die an einer Nachnutzung interessiert sind. Er informierte die Anwesenden über die Ergebnisse eines am 27. Oktober 2021 stattgefundenen Treffens mit dem Wirtschaftsminister des Landes Brandenburg in Potsdam. In diesem Gespräch ging es unter anderem um die potenziellen Investoren für den Vestas-Standort. Nach Einschätzung von Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ist mit einer endgültigen Lösung im ersten Quartal 2022 zu rechnen. Allerdings, so Bürgermeister Mirko Buhr, muss davon ausgegangen werden, dass nicht alle der 460 Vestas-Beschäftigten im Nachfolgeunternehmen eine berufliche Perspektive finden werden. Man sei sich aber mit dem Wirtschaftsminister einig, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer attraktive Angebote bei anderen Arbeitgebern erhalten werden. Zurzeit verhandeln Betriebsrat und Unternehmen über einen Sozialplan. Das verschafft jedem Einzelnen Zeit, sich über die beruflichen Optionen klar zu werden.